Ich begrüße euch zu dieser Versammlung. Ich denke, wir werden zum Mittag die Spitze der Teilnehmer erreichen. Es kommen aus vielen verschiedenen Bundesländern heute noch Unterstützer. Und danke an euch, dass ihr schon da seid und beim Aufbau auch mitgeholfen habt. Kurz als Hinweis, die Absperrgitter der Polizei, dort wird bitte nichts angebracht. Ihr habt die Möglichkeit, vorne an dem Bauzaun, wenn ihr Banner mit habt, noch welche dran zu machen. Wir haben auch noch Bauzäune mit. Die können aufgestellt werden, dort können wir auch noch Banner anbringen oder eure Fahnen. Ansonsten wird nichts an das Gebäude angelehnt hier, das ist Bundeseigentum, da ist man ganz nervös und das wollen wir natürlich auch einhalten. Ansonsten, wie üblich bei einer Versammlung, kein Alkohol, keine Glasflaschen, keine Drogen, keine Wurfgegenstände. Und wir müssen darauf achten, dass während der Verkehr durchfährt, keine Fahnen in die Fahrbahn einragen. Den Anweisungen der Ordner zu erkennen, mit dem weißen Armbinden mit der Aufschrift Ordner ist Folge zu leisten. Meinen Anweisungen als Versammlungsleiter und den Anweisungen der Polizei. Die eingezäunte Fläche ist unsere Versammlungsfläche. Und als Hinweis, wer hier vorne auf dem Parkstreifen steht, links. Ich soll nochmal darauf hinweisen, dass die Fahrzeuge auf dem Parkstreifen umgeparkt werden, denn es wird wahrscheinlich dann abgeschleppt. Sollte das keiner von den Versammlungsteilnehmern sein, ist das alles in Ordnung, dann trifft es halt jemand anderes. Aber es muss ja nicht sein, dass hier dann noch jemand sein Auto sucht oder viel Geld bezahlen muss. Ansonsten wird es heute so ablaufen, dass wir immer 10 Minuten vor die Straße für den Einreiseverkehr blockieren. Wir haben einen großen Banner, da steht die Grenze, oder Grenze geschlossen und auf Tschechisch auch nochmal dieser Spruch drauf, der wird dort vorne gehalten und es werden immer 10 Leute gebraucht, die diesen Banner halten und auf die Straße treten. Der Rest bleibt in der Versammlungsfläche, damit wir auch im Falle eines Rettungswageneinsatzes dann nie 1000 Leute von der Straße räumen müssen, sondern dass das schnell geht und eben die Straße relativ schnell wieder frei ist für Sondersignale für Rettungsfahrzeuge oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich denke, zum Mittag wird die Versammlungsfläche hier relativ voll werden. Wir hoffen, dass das Wetter durchhält und ansonsten wünsche ich uns heute alle einen schönen Tag. Wir haben den Infostand auf Rhein-Sachsen da, wir haben einen Verpflegungsstand, wer Hunger hat, kann sich gerne was holen und wir haben auch eine kleine Toilette hier, falls jemand mal muss. Genau, ansonsten, wir haben auch etliche Redebeiträge heute, die werden wir immer dann in der Zeit, wo wir die Straße freigeben, durchführen und das sollte es erstmal gewesen sein. Nur kurz als Hinweis, also alles.
vorhin schon ein Asylschluss verhindert. Und genau das ist das, was wir auf die Straße kriegen müssen. Wir müssen Massenproteste organisieren, um Massenunterkünfte zu verhindern. Wir sagen Nein zu unkontrollierter Einwanderung und ja, vor allen Dingen zur Heimat. Wir brauchen Politik fürs eigene Volk und dazu ist die aktuelle Regierung nicht in der Lage und muss ihre Posten räumen. Das werden wir wahrscheinlich nie von Schmilke aus in die Wege leiten können, aber ich denke, wenn wir hier zum Mittag dann den Platz vielleicht voll haben, wie gesagt, wir warten noch auf etliche Unterstützer und auch auf viele Einzelne, die kommen, aber die Parksituation ist ja eben schwierig. Man muss ein ganzes Stück laufen, um hierher zu kommen oder eben mit den Öffentlichen fahren. Viele fahren nicht mit den Öffentlichen, weil sie dann Angst haben auf dem Nachhauseweg, dass der politische Gegner vielleicht irgendwo lauert. Und das ist auch das Hauptproblem, was wir aktuell haben. Wir haben ja eine gewalttätige Linke, die immer wieder versucht, Andersdenkende irgendwo zu verprügeln oder anzugreifen. Wir leben jetzt in einer Zeit, wo Oppositionspolitiker mit Spritzen angegriffen werden. Da habe ich natürlich schon nicht dabei, ich kann dazu nicht viel sagen, aber wenn das stimmt, dann ist das eine neue Stufe der Eskalation. Und wir haben ja unkontrollierte Zuwanderung. Es wurde aufgerufen, dass Terrororganisationen oder hier, dass Muslime hier den heiligen Krieg beginnen sollen, wegen irgendeinem Krieg, der sich aktuell im Ausland abspielt, der uns eigentlich nichts angeht. Unsere Bundesregierung tut sich klar, zu Israel positionieren, und das ist der falsche Weg. Man hat hier Hunderttausende Migranten ins Land geholt und jetzt betitelt man die als Judenhasser, als Kriminelle, als Terrorunterstützer. Ja, warum hat man sie dann erst reingelassen? Dann sollten wir doch jetzt zusehen, dass gewalttätige Muslime das Land verlassen. Also brauchen wir Abschiebeflüge in die Heimat dieser Terrorunterstützer. Wir müssen dafür sorgen, dass die Grenzen geschlossen werden, dass die Bargeldanreize abgeschafft werden, dass die Verantwortungsträger und Entscheidungsträger vor Gericht gestellt werden, um für ihre Entscheidungen gerade zu stehen und entsprechend verurteilt zu werden. Ich danke euch, dass ihr trotz des miesen Wetters heute da seid. Immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf. Und ja, wir werden sehen, wie sich der Tag heute noch entwickelt. 10 vor um ist dann die nächste Blockade und nach der Blockade haben wir dann den ersten Redebeitrag von Markus Fuchs, dem Bürgermeisterkandidaten von Dresden. Also es wird heute nicht langweilig. Wer Hunger hat, wer Durst hat, kann sich gerne was holen und wir gucken dann mal, wann hier die Unterstützer aus Thüringen eintreffen. Nur dann, wenn der Bürgerprotest auf der Straße ist. Das Vorgehen der Polizei ist natürlich wieder einmal rechtswidrig. Es gibt etliche Urteile dazu. Und die Diffamierung ist dann strafbar, wenn sie ein militärisches Auftreten hat und als Ausdruck einer gemeinsamen politischen Gesinnung. Jetzt kann man sich erstmal streiten, Bürger der Sachsen, ist das eine gemeinsame politische Gesinnung? Eigentlich nicht, aber vor allem geht es um das militärische Auftreten. Die Jungs tragen Kapuzenpullover, also ich weiß nicht, welche Armee der Welt in Kapuzenpullover an die Front marschiert. Also das ist natürlich völlig absurd. Aber das ist die neue Masche, die kennen wir genauso von den Trommlern, die seit Monaten schikaniert werden von der Polizei, wo es dann heißt, die Trommler, die mit Westen über die Straßen gelaufen, mit bunten Westen und Trommeln haben, würden ein paramilitärisches Erscheinungsbild von sich geben. Das ist natürlich absurd, da haben wir auch gegen geklagt, natürlich vor Gericht gewonnen. Auch das hier wird keine Konsequenzen haben, höchstens für die Polizei. Aber das zeigt eben, es wird versucht zu schikanieren, wo es nur geht. Man muss ehrlich sagen, der Protest hier heute scheint diese Damen und Herren da oben zu stören. So viele Schikanen, wie wir heute erleben, das zeigt, wir stehen den Leuten auf den Füßen und es kotzt die massiv an, dass wir heute auf der Straße sind und auf das Asylthema aufmerksam machen. Was ist das denn hier bitte? Erstmal werden hier Absperrgitter hingestellt, wo es normalerweise ein Flatterband getan hätte. Dann wird gesagt, niemand darf diese Absperrgitter berühren. Ja, dann sollen sie nicht hinstellen, woanders geht es auch im Absperrband. Dann wird hier Schikane für Schikane gemacht. Leute werden belästigt, wenn sie Fotos der Blockadeaktion machen, weil sie angeblich keinen Presseausweis hätten, keinen offiziellen amtlichen Presseausweis.
Ja bitte, es gibt nicht mal einen amtlichen Presseausweis. Es gibt verschiedene Journalistenverbände, die Presseausweise rausgeben und die einen werden von mehr Verbänden akzeptiert, die anderen von weniger. Aber die Polizei als Teil dieses Staates, oder auf jeden Fall besser sogenannten Staates, ist dazu verpflichtet, Neutralität walten zu lassen und muss jeden Presseausweis akzeptieren, wenn dadurch nachgewiesen wird von den objektiven Betrachter, dass derjenige einer journalistischen Tätigkeit nachgeht. Und da ist es ganz egal, wer den Presseausweis ausstellt, ob das der DJV ist, die Freien Sachsen oder irgendein anderer Verband, der Journalisten Presseausweise hergibt, damit sie ihre Tätigkeit nachweisen können. Und das zeigt Ihnen, wie hier versucht wird, den Protest einzuschüchtern. Und das ist aber auch ein Grund, weswegen wir uns immer und immer wieder gegen diese systematische Polizeigewalt und Polizeiwillkür wehren. Und heute an so einem Tag muss ich auch sagen, es kotzt mich an, dass es immer noch kein Untersuchungsausschuss für Polizeigewalt und für Polizeiwillkür hier gibt. Das muss endlich aufgearbeitet werden. Denn man kann Polizeigewalt aufarbeiten. Wenn wir Strafanzeigen erstatten, dann lachen die drüber. Die werden von den weisungsgebundenen Staatsanwaltschaften eingestellt. Noch sind wir da nicht am Hebel. Aber auch das kann sich ändern. Was man aber tun kann, mit so einem Untersuchungsausschuss, da reichen 25% der Sitze im Landtag, die hätte zum Beispiel die AfD, aber die tun es nicht, da reichen 25% der Sitze, um diesen Untersuchungsausschuss einzuberufen. Und dieser Untersuchungsausschuss kann Beweiserhebung durchführen. Dem muss man folgen, man ist da wie vor Gericht verpflichtet, vor diesen Untersuchungsausschuss zu treten und wird vernommen als Zeuge ganz regulär. Und dann sitzt da der kleine Polizist, der hier groß tun kann, weil er weiß, er hat die faktische Macht auf der Straße auf seiner Seite, kann sie mit der Exekutive durchsetzen. Der sitzt dann ganz kleinlaut vor dem Untersuchungsausschuss und muss genau erklären, warum er wieder und wieder rechtswidrig handelt. Da kann man die Strukturen hinter solchen Polizeieinsätzen offenlegen und zeigen, wer es denn nochmal anordnet. Das kommt ja meistens nicht von denen unten auf der Straße, das kommt von denen in den Büros, die in der Meinung sind, man müsste härter gegen die Patrioten durchgreifen. Und das könnte man alles aufarbeiten. Und deswegen ist es für uns wichtig, für das Thema Aufmerksamkeit zu schaffen und deutlich zu machen, wir lassen uns von dieser Polizei nichts mehr gefallen. Und auch wenn wir manchmal auf der Straße unterlegen sind, die werden sich alle dafür verantworten. Gesprochen! Hinweis zu geben, ja, gucken Sie mal, das ist die Bioflasche, heißt der Weschmann, auf welcher Seite und für wen die Presse hin wieder berichtet, die lauern hier, um schlechte Bilder zu einzufangen oder, ja, vielleicht so zu provozieren, vielleicht haben sie auch immer jemanden, der auch mit einer Flasche herkommt und die dann irgendwo in der Masse auspackt, damit sie, ja, die Bilder dann wieder groß senden können. Fakt ist, von uns geht hier noch keine Gefahr aus und es ist jetzt soweit. In wenigen Minuten wird die nächste Blockade der Straße erfolgen. Also die Leute bitte wieder an den Banner und bereithalten für die nächste Sperrung der Straße. Man kann im Nachhinein gegen vorgehen, das ist halt auf der Straße, hier hat man die Macht. Also, die Leute, die den Banner halten, hier am Transporter, der ist hier schon bereit und dann werden wir die Grenze wieder zum Glück schließen. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Nachdem die Bundes-
Staatsregierung den Willen der Bürger ignoriert und Hunderttausende Migranten ins Land einlädt, nehmen die freien Sachsen das Zepter des Handelns selbst in die Hand und machen den ersten Weg. Seit heute Morgen wurde die Grenze zum Schengen gesetzt und somit eine der Hauptrouten für Schleuseraktivitäten blockiert. Immer mehr Unterstützer finden sich in der Schneeballbahn Schallendorf ein. In der Bundesregierung wird das nicht verständlich. Ich gehe nicht so durch! Wenn ich nicht handel, tun wir. So, Moment! Auch hier ist es nicht zu dass die Bundesregierung nun mal einzig nach der Mitte der Gesellschaft zusammenhört. Dann müssen wir uns über die Nachkürzen für die Daten der Migranten ausdrücklich entschuldigen. Und laut Umfrage werden, immer stärker werden die Partei, wenn es ein unvergleichbar hohes mobilisierendes Potenzial aufweist, ist das Establishment von den bisherigen Oppositionsparteien zu lang. Die Menschen, die sich unter der Reichsgrund warm sammeln und gemeinsam auf die Straße gehen, sind nicht mehr aufzuhalten. Und sind in der Schule in den letzten Sachsen nicht bekannt. Die Ansätze wollen bis vor dem Schuss und bis zum Schieß. Die Abschiebung von Arbeitsplätzen und die Abschiebung von Menschen, die heimlich auf die Sohlen oder österreichische Strafen und die Lokalen und die Institutionen auf der Offenheit. Herzlich willkommen zu den Nachrichten. Ja, die
Rettungsfahrzeug, Feuerwehr, was auch immer durch müssen, ist so unwahrscheinlich, aber es kann passieren. Wollen wir natürlich nicht dafür verantwortlich sein, dass ein Mensch irgendwie in seiner Gesundheit gefährdet wird und deswegen 10 Leute machen die Straße symbolisch dicht. Es dürfen noch 2 Pressevertreter, die haben wir jetzt benannt, damit raus, dürfen Fotos machen und damit einfach, wenn die ganze Leute, wenn alle Leute auf der Straße drüben stehen, ja, nicht schnell möglich die Straße freizugeben bei den Fahrzeugen mit Sondersignal. Das ist der Grund. Bei der nächsten Blockade halten wir die 10 Leute ein. Wenn sich mal jemand bereit erklären würde, die Leute am Bahn abzulösen, dann können wir das auch vorher machen. Dann können die Leute sich absprechen mit dem jungen Mann hier vorne. Und wie gesagt, 10 Mann plus 2 Pressevertreter dürfen raus. Der Rest bleibt bitte auf der Versammlungsfläche. Und wir haben jetzt gleich ein Redebeitrag von Markus Fuchs, vielen Dank, ein führender Gott von Querdenken 351 und der Bürgermeisterkandidat von Dresden vom letzten Jahr. Markus, komm zu mir. Ja, danke, danke Max. Für deine Reihe, also wirklich, also das meine ich nicht einfach nur so, sondern danke Max, dass du mir fleißig als Demo-Organisator tätig bist und all Freunde wieder mehr eine tolle Demo organisiert hast. Das ist ein kräftiger Applaus wert, oder? Dass ich selbst als Demo-Organisator weiß, wovon ich spreche, was da alles für ein Aufwand dahinter steht. Und deswegen freue ich mich wirklich, dass wir da mit dir den sehr tatkräftigen Demo-Organisator im Raum Dresden hier haben, der so aktiv ist. Und ich möchte aber nicht nur Max danken, sondern auch euch, die ihr heute hier trotz des Wetters den Weg gefunden habt und hier ein deutliches Zeichen setzt zum Schutz unserer Familien und zum Schutz unserer Heimat. Als ich hier hergefahren bin oder eingeladen wurde, das gesagt von Max, da ging mir so ein paar Gedanken durch den Kopf, wo ich eigentlich nicht wusste, ob ich jetzt lachen oder heulen soll. Diesen Irrsinn muss man sich ja mal vorstellen. Als Virus, die große Gefahr, die angeblich große Gefahr, ja, war, die, vor dem wir geschützt werden sollten. Ein Virus, das sich über die Luft verbreitet und das nachweislich sich von Grenzschließungen ja nicht abhalten lässt. Da wurden die Grenzen dicht gemacht, als gäbe es kein Leben mehr, als würde die Sintflut. Na, Anlage, ich nehme kein Mikrofon mehr. Mikrofon. Als würde die Sintflut auf uns zukommen. Und jetzt, wo eine ganz reale Gefahr besteht, nämlich dass von illegalen Migranten oder sogar von Straftätern überflutet wird. Da stellt man sich hin und macht und sagt, ach nee, du, die Grenzen, die können wir ja gar nicht schließen. Das würde ja gegen dieses oder jenes Abkunftsweichen verstoßen und außerdem helfen würde das sowieso nicht. Was für ein Irrsinn ist das? Aber das ist symbolisch für diese inkompetente Angepackte und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir dieser Inkompetenz endlich einen Schlussstrich setzen. Und es ist natürlich bezeichnend, dass hier wieder mal Sachsen vorangeht. Ich habe es vorhin ganz bewusst so in die Kanäle gepostet. Sachsen ist hier wieder mal Vorreiter. Ich habe ganz provokant drunter geschrieben. Erste Grenzschließung in Schwekar wegen der Asylflut. Wir schreiten voran, wir zeigen dem Rest von Deutschland, wie
Protest geht. Wir zeigen, wie es funktioniert, wenn das Volk souverän selbst die Macht wieder in die Hand nimmt. Und ich persönlich finde es jetzt wichtig an der Stelle, weil wir haben die Altmedien hier, nochmal zu betonen, die legen das ja manchmal falsch aus oder interpretieren das um oder drehen einem das Wort im Mund um. Deswegen ist es mir persönlich jetzt auch nochmal wichtig hervorzuheben, dass ich nichts gegen Ausländer per se habe. Ich habe sogar Freunde aus Syrien und Irak, ich habe es gerade schon Michael in der Runde gesagt, das sind genauso strebsame, arbeitsame Menschen unter denen wie unter uns. Ja? Menschen, die sich hier einbringen, integrieren, die unsere Sprache lernen. Der eine von denen ist Filialleiter hier, der spricht fließend Deutsch. Und der ärgert sich über das, was hier gerade passiert, ganz genauso wie wir. Der sagt, der ärgert sich nicht nur, dass das schöne Deutschland hier kaputt gemacht wird, in das er extra damals mühselig eingewandert ist, sondern der ärgert sich noch viel mehr darüber, dass nämlich das Bild von seinen Landsleuten durch diese illegalen Migranten, durch insbesondere auch die Straftäter, die gerade mit offenen Armen empfangen werden von der anderen Regierung, dass das Bild von seinen Landsleuten den Bach runtergezogen wird, dass sie alle schlecht gemacht werden und dass natürlich er darunter umzuleiten hat. Und deswegen sagte er zu mir, das ist jetzt schon ein bisschen her, es war nicht erst gestern, sagte er zu mir ganz klar, diese Menschen, er und seine Freunde, die sich hier integrieren wollen oder schon haben, die stehen genauso hinter uns wie jeder andere Mensch, der seine Heimat und seine Familie schützen möchte. Und dann haben wir noch einen weiteren Gedanken, den wir auch schon zur Corona-Zeit gelebt haben. Erinnert euch bitte an den Winter vor anderthalb Jahren, wo wir auch gezeigt haben, wer das souverän ist und wie Selbstermächtigung funktioniert. Ja, bei den Montags-Demos, bei den unangekündigten, unangemeldeten Spaziergängen, die da deutschlandweit jeden Montag in tausenden von Städten stattfanden und wo Millionen von Menschen auf die Straße gegangen sind. Denn wir haben uns damals auf Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes berufen. Und den lese ich für euch jetzt hier noch einmal vor. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Und das bedeutet ganz klar, wenn wir alle Mittel ausgenutzt haben, und hier kann es sein, dass der Rechtsweg noch fehlt, also wir müssten hier vielleicht noch die Rechtsmühlen bemühen, aber nur um zu zeigen, dass sie genauso wie bei Corona wieder versagen, damit wir selber das Widerstandsrecht, was uns zugesichert ist, was eines unserer Grundrechte ist, wahrnehmen können und als Volk, als Souverän, hier selber unsere Heimat aktiv und sei es durch Grenzschließungen schützen können. Danke, Sachsen! Wo sind denn die Max? Jetzt wollte ich mir kurz abgeben. Ich will ja keine Stunden lang reden. Ja. Was ich auch noch machen wollte, ich wollte ein ganz großes Danke an die Leute rausschicken, die heute auch mit Lebensmitteln, mit Snacks, mit Kuchen, mit Pizzabrötchen, mit Erbsen und Kartoffelsuppe, mit Getränken unterstützt haben. Also vielen, vielen Dank. Das zeigt, die Solidarität ist groß nur, wenn es um dieses Thema geht, wenn man die unterstützt, also wenn die Leute selber nicht herkommen können, weil sie eben
vielleicht schon älter sind, weil sie irgendwie körperlich beeinträchtigt sind, aber jeder tut das, was er kann. Ihr seid heute hier. Danke dafür. Und wie gesagt, holt euch was zu essen, holt euch was zu trinken. Da soll keiner hungrig sein. Wir haben auch warme Sachen da, damit wir wirklich ja, nie noch jemand bei dem nass kalten Wetter heute hier krank wird. Aber vielleicht wäre das doch gut. Thema, es gibt ja so ein Thema, was man nicht ansprechen soll. In Frankreich haben sie das jetzt gemacht. Dort gab es einen Generalstreik. Und in unserem Land ist das ja wohl verboten, dazu aufzurufen. Aber es ist nie verboten, sich einfach 6 Wochen mal einen Krankenschein zu holen. Und das gleichzeitig, damit man dieses Land vielleicht mal zum Stillstand bringt. Lass uns das mal durch den Kopf gehen, wie man das angehen kann. Aber man muss diesem Staat die finanziellen Mittel entziehen, damit er einfach keine fremden Kriege mehr unterstützen kann und vor allem keine Kohle hat, um irgendwelche Asylheime zu errichten oder wildfremde Menschen ins Land zu holen und ihn voll zu versorgen. Wir wollen vor allem erreichen, dass die Bargeldanreize abgeschafft werden, denn dann haben diese vielen 100.000 jungen Männer überhaupt keinen Grund mehr, hier ins Land zu kommen. Und wenn sie hierher kommen würden und in Sammelunterkünften oder Abschiebehaftanstalten untergebracht werden würden, ohne ein oder zwei Bettzimmer mit Vollversorgung, sondern bei Wasser und Brot, dann hätten diese Menschen keinen Anreiz, hierher zu kommen. Also weg mit den Bargeldanreizen, vor allen Dingen auch, es bringt auch nichts, wie die Bundesregierung jetzt vorgeschlagen hat, oder gerade hier in Sachsen, wenn man Vorreiter sein, man will jetzt sogenannte Kreditkarten einführen, wo man eben denen, die hierher kommen, diese Kreditkarten auswendig, damit die kein Bargeld mehr kriegen. Aber was passiert dann? Menschen, die jetzt Anfang des Jahres hergekommen sind, die 10.000 Euro für einen Schlepper bezahlt haben, die müssen das irgendwie refinanzieren, die hoffen natürlich auf das Geld. Die werden kriminell. Man hat dann eine neue Art oder noch eine größere Eskalation, weil diese Menschen werden noch krimineller, als sie so schon sind, und verkaufen Drogen, fangen an, irgendwo Leute abzuziehen, um diese Schlepperkosten zu refinanzieren. Oder einer, der eben seine Shisha-Bar hat, der bietet dann offiziell auch Lebensmittel an und sagt, okay, du hast jetzt 500 Euro auf deiner Karte als Guthaben, gib mir 200 davon und ich zahle 300 Euro aus und dann hast du die Möglichkeit, mit den 300 ausgezahlten Euro hier zu machen, was du willst. In was du das Geld dann investiert, das wissen wir nicht, aber es wird sicherlich nichts Gutes sein. Denn wenn Menschen ins Land kommen, die schon anfangen, mit ihrer Herkunft, mit ihrer Identität, mit ihrem Geburtsdatum zu leben, die sind bereit, auch hier Straftaten zu begehen und die haben in unserem Land nichts zu suchen und müssen konsequent wieder in ihre Heimat abgeschoben werden. Und damit man effektiv abschieben kann, muss man natürlich vorher die Grenzen zumachen. Und deswegen sind wir heute hier. Wir wollen heute Vorreiter sein und zeigen auch vor allen Dingen anderen Bundesländern, anderen Städten, anderen Grenzübergängen, dass es geht. Und irgendwann gehen wir nach 10 Minuten nicht mehr von der Straße runter, sondern wir gehen alle drauf. Das wird heute nicht passieren, weil es ist heute eine angemeldete Versammlung. Aber wenn die Politik weiterhin über die Köpfe der Bürger hinweg entscheidet, dann werden wir immer mehr Zulauf haben und dann werden wir selbst die Grenze schließen. Und dann muss sich die Polizei entscheiden, ob sie hinter uns steht oder vor uns und versucht uns wegzutreiben. Sie können hinter ihrem Volk stehen, denn die Polizei ist doch immer das eigene Volk zu schützen. Und wenn ihr dafür nicht in der Lage seid und immer wieder anfangen zu schikanieren, zu drangsalieren, dann seid ihr fehl am Platz, dann brauchen wir euch nicht und dann müssen wir es selber machen. Ihr Polizisten müsst morgens in den Spiegel gucken können. Ihr müsst euren Kindern antworten, wenn sie euch fragen, Mama, Papa, was habt ihr denn gemacht, als die Fremden ins Land geströmt sind? Was habt ihr gemacht, als der Heilige Krieg
wie als Heiland ausgerufen wurde, als die Anschläge losgingen. Habt ihr auf die eingeknüppelt, die sich gegen diese Asylflut gestellt haben? Oder standet ihr hinter denen und habt ihnen den Rücken gestärkt gegen diese übergriffische Politik? Ihr müsst in den Spiegel sehen und diese Fragen euren Kindern beantworten. Denn ihr, wenn ihr auf Arbeit seid, passt niemand auf eure Kinder auf. Und sie sind freiwillig für diese Menschen, die ihr unbegrenzt ins Land strömen. Schießt auch ihr euch an, legt eure Uniform ab, kommt mit rüber und geht mit uns gegen diese Politik auf die Straße.